Herzlich willkommen zur heutigen Hoffnungszeit. Beten wir zusammen unser Hoffnungsgebet. Gott, ich bin nicht allein. Du bist da. Du verbindest uns miteinander. Wir kommen zu dir mit allem, was uns bewegt. Stärke die Kranken, tröste die Ängstlichen, sei nahe den Einsamen. Schenke Hoffnung allen Menschen und der ganzen Erde. Amen. Hören Sie jetzt einen Auszug aus dem heutigen Tagesevangelium, das Gebet des scheidenden Jesus. Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gabst, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen. Sie haben wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und sie sind zum Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. Für sie bitte ich, nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zum Schluss bitte ich um den Segen für uns alle. Gott, der Herr, sei über uns, er sei neben uns und er sei in uns. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.